Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Ilex! Wir gehen in Richtung Goliath. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst, folge mir. Der Folge mir! Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Wie siehst du denn aus? Das Fieber nicht braucht. Oh! Lass mich! Danke. Musste nichts machen, nett. Kann's weitergehen. Okay. Finde ich gut, ich muss nichts machen und level dabei mit. Diese komischen Lichter, die sind echt strange. Die sind hier aber überall, gell? Aua! Ein bisschen umgucken, hier sieht aber nichts zu sein. Ja, Moment, Moment. Ne, sieht nicht danach aus. Ah, Moment! Ey! Hier ist doch was. Hilfe! Alter, die Ausdauer ist ein echtes Problem. Helf mir doch mal! Ah, jetzt hilfst du mir. Arsch. Quickslot 7 drücken. Ja, dann nehme ich halt einen Heiltrank. Okay, das mit der Ausdauer ist schon. Du hast echt wenig im Early. Also, ich hoffe, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, konnte man das hochskillen? Das ist ja echt übel mit der Ausdauer. Okay, Elixit, Elixit. Hier haben wir noch Elixit. Das sind Räuber oder sowas. Wir gucken uns natürlich noch kurz um. Das mit dem Jetpack ist sowas von komisch, weil halt eigentlich alles so klobig ist und auf einmal so ein Bam-Jetpack, wo du frei rumfliegen kannst. Das ist so unnatürlich. Klebeband. Fackel. Wie ist das eigentlich mit den Fackeln? Jetzt mal ernsthaft. Quickslot machen wir mal auf 5. Ey! Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Werden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen? Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel! Bewegt eure Arsche und macht sie platt! Und wo seid ihr sonst hier? Entschuldigung. Okay, das waren wahrscheinlich Aufzeichnungen der Kleriker, schätze ich mal. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, da ist noch ein Rucksack. Okay, den kann ich aber nicht anvisieren irgendwie. Oh, das war die Frau wahrscheinlich. Ruby. Wasserflasche Elixit. Und der hängt hier ein bisschen ab. Ja, guck mal, was hier für geiles Zeug rumliegt, Mann. Gott sei Dank sind wir hier noch reingegangen.
Boah, ich glaube, ich habe ja beim Niesen irgendeinen Nerv eingeklemmt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich mich ein bisschen, naja, verschnupft anhöre. Metallschrott. Können wir dem Spiel schwimmen? So, was haben wir hier noch? Hier ist groß nichts mehr. Das mit Jetpack ist halt schon geil. Da liegt was. Oder? Sieht das nur so aus? Das sieht nur so aus, okay. Komme ich hier wieder hoch? Wow! Okay. Hi, ja, wir können weiter. Hi. Warte. Moment. Der hatte, glaube ich, eine Waffe, die ich mal kurz angucken wollte. Beil. Macht deutlich mehr Schaden, können wir aber nicht nutzen. Zu wenig Stärke und sowas. Kann's weitergehen? Ja, ja, alles gut. Ich helfe dir. Die Dinger sind schon echt stark, also alleine hätte ich riesige Probleme, glaube ich. Fertig? Jo. Was haben wir hier? Heilpflanze. Also los. Also los. Fertig. Also los. Wird's noch was? Oh, guck mal, Speicherpunkt. Oder Teleportpunkt. Kleiner Heiltrank. Ich... Weitergehen. Ja. Hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Separatisten, die Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps, ja? Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Ein Krieger der Berserker. Ah, drücke L, um den nächsten Missionsziel... Überleben. Ja, bla, muss ich die 7 voranbringen. Erstmal Sicherheit. Der Berserker Duras scheint ein sehr vielversprechender Waffengefährte sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Eine halbdefekte Blechdose. Quoni U4, einer meiner Kampfdrohnen, hat den Absturz offenbar mit einigen Schäden überstanden. Wenn ich ihn reparieren kann, ist der sicher ein vielversprechender Weggefährte. Aha, aha, aha. Hauptmission Überleben. Rachefeldzug. Ja, das ist die, eigentlich das hier. Die Separatisten sind den Alps immer noch am nächsten. Auch wenn, irgendwo muss das Rattennest ja liegen. Gestohlene Geschäfte. Mhm. Wenn ich das jetzt markiere. Das ist dann das Gelbe wahrscheinlich, oder? Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Stadt. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist dein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Ich habe keine Zeit für sowas. Duras kennt mich. Kein Grund zur Sorge. Duras kennt mich. Kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab.
Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Also Goliath wird alles geklaut und über die Waffen, ja, von mir aus kann ich stecken lassen. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische. Ragnar, Sohn von Bjar, er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Alles klar. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Ragnar. Das hab ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Alles klar. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Hm. Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Alles klar. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit deiner Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Okay. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Alles klar, werd's mir merken. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Warum? Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Ein paar Mal. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Stadt und gucken uns um. Ich finde es super, dass die alle so gut vertont sind und es ist halt wirklich richtige Dialoge. Nicht so Standarddialoge, wie es eigentlich immer so ist. Was geht bei dir? Wir sehen uns später. Okay. Wir reden später. Wir reden später. Wir reden. Wir reden später. Alter, wie laut kratzt die sich? Ups. Was geht hier so? Hi, hi. Such jemand anderen zum Reden. Entschuldigung. Du. Später vielleicht. Nö, du. Wir reden später. Okay, das ist so ein bisschen verschickt, weil es so altertümlich ist, aber doch zukunftsmäßig. Keine Zeit. In Häusern habe ich nichts zu suchen.
Hallo? Verdient hat er das nicht. Sieh an. Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Ehrlich gesagt nicht. Gib mir was zu trinken. Doch, gib mir was. Was willst du haben? Okay, bei dir kann man kaufen. Schnaps gibt Gesundheit. Ist was gar ist, trink was klar ist, red was wahr ist. Alles klar. Fürchterlich süß, ja, das kennen wir super. Die einzelnen Zutaten sind nicht mehr auszumachen. Wahrscheinlich auch besser so. Okay, hat der Waffenrüstung gar nichts, nur so Zeug. Okay, weg. Uninteressant. Wen interessiert deine Meinung? Sag mal, kannst du mir ein paar Dinge sagen? Erklär mir ein paar Dinge. Was erzählt man sich über Truppbewegung der Alts? Eure Rüstungen sind sonderbar. Eure Rüstungen sind sonderbar. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht. Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, die normales Holz einfach so durchschlagen würden. Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Alles klar. Dennoch bleibt sie nutzlos im Rest der Welt. Und wenn es nicht um die Jagd geht? Du meinst im Kampf? Da schützt sie genauso gut wie die anderen Rüstungen. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Alles klar. Die Geschichte mit der Berserk interessiert mich. Edan ist anders als der Rest der Welt. Was denn, ja, komm. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bierintus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Was geht bei dem? Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen. Aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Alles klar. Weg. Er hat nicht einen Splitter ehrlich verdient. So, so. Sitzer, Wache. Der Kerl hat noch nie etwas getaugt. Einfach abgehauen ist der Hurensohn. Was hat er gerade gesagt? Alrik. Nanu? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal. Du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus. Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Also gut. Wusste ich es doch. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Ach, genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Okay, Nebelkrähe, was genau tust du? Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler, immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche. Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler. Meine Auswahl ist allerdings begrenzt. Schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Okay.
Du suchst also Raritäten. Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Hä? Wegen der Raritäten. Ja? Kannst du diese Waffe gebrauchen, na, zum Beispiel? Wobei, erstmal hier, wo liegt der Haken? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elexit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön, natürlich gibt es einen. Dem ein oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Das wäre schon ziemlich heiße Ware, mein Freund. Eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen. Kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt, der auf der Suche nach einem Outlaw war. Also, wenn du hier länger überleben willst, dann hältst du dich besser von so etwas fern. Okay. Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Okay, du willst also Heilkräuter. Merken. Das ist unser Händler. Wir müssen uns da jetzt ein bisschen durcharbeiten. Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert, aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Erik Eisenfaust. Erik Eisenfaust? Einer der größten Krieger, den die Berserker hervorgebracht haben. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Okay, ich besorge dir das Schwert. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon. Gut, ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Ein besonderes Stück. Okay, jetzt erstmal Ruhe. Bei dem können wir handeln. Alrik, müssen wir merken, unser Händler. So viel zum Thema, wir benutzen keine Maschine, aber hier so ein neuwertiger Armbrust. Oh Gott, Moment. Entschuldigung. Okay. Ich versuch's zu beherrschen, aber manchmal geht's nicht. Heiltränke, okay, wir gucken uns. Wir sind jetzt in der Stadt angekommen, aber ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen überfordert mit allem. Wir müssen mal gucken, was uns hier erwartet, was wir genau wir machen müssen. Klar, wir wollen Rache nehmen, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Gut, ich guck mich jetzt hier ein bisschen um und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, was uns da noch so erwartet. Wir sind ja gerade mal am Anfang. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.